Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Monster Hunter Rise Sunbreak. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute und damit herzlich willkommen zur Sunbreak Demo. Ja, endlich wieder Monster Hunter Rise. Und diesmal sogar mit Hallo. Sunny. Seid ihr bereit, dieses Viech zu erschlagen? Den Malzeno, das neue Monster. Innerlei Reaktion, das ist gut. Ich wollte heute mal mit dem Bogengewehr spielen. Die anderen beiden machen offenbar. Ne, warte mal, wenn Sunny den Bogengewehr macht, geht in den Nahkampf. Das sehe ich nicht ein. Freischützen, gute Sache, habe ich gehört. Warum sieht der Hund so endcool aus? Mit dem grünen Auge. Die Katze hat auf jeden Fall der Regios-Equip. Ja, Hund hat vom Astalos. So, wir sind ready. Eigentlich wollten wir auch Akaya dazu holen, aber bei ihm ist die Switch gerade so gut wie leer. So, wir kennen alle dieses Monster übrigens nicht. Ja, ich hab endlich mal den Trailer angeguckt, um das zu sehen, was es ungefähr macht. Ja, das macht Also ich Bumm. bin komplett. Also ich bin komplett blind, was das in dem, was das Ding So, wir haben lange nicht dazu zu tun. gespielt. Zumindest Sunny nicht. Wir haben versucht, ihn noch bei Rice selber. Wir haben nur 15 Minuten? What the fuck? Okay, Alkai hätte doch mitmachen können. Wollen wir auch gucken, was die Fragezeichen sind, oder wollen wir straight auf den gehen? Oh, guck mal, wir haben ein Nebenlager. Ich würde direkt auf den drauf gehen. Ich guck einfach nur, was die anderen Viecher sind, okay? Eventuell sehen wir ja noch weitere neue Monster. Also, es hat lange gedauert, bis Monster Hunter Rise ein Update bekommen hat. Und dann auch noch so ein riesiges. Aber wir wussten, es kommt irgendwann. Ich sammle ein bisschen Irrlichter. Ich putsch meine Katze mal hoch. Es tut mir übrigens leid, dass ihr nicht den Original Merlin jetzt hier neben mir habt, aber das ist eine Demo. Die richtige Version, die kommt erst am 30. Und dann wird es erstmal eine richtig lange Aufnahmesession zu Monster Hunter geben. Kann ich euch jetzt schon sagen. So, dann gucken wir mal, was das X ist. Das Fragezeichen. Hallo, mein Senno. Was bist du denn? Ach so, hi. Dich kennen wir. Was ist das? Ein Tetra. Ah. Nein. Das ist im Wasser zumindest. Ich weiß nicht, was das im Vulkan ist. Wow. Aber wir könnten es anders rausfinden. Mit einer Miefnerz. Ich weiß noch nicht, was er kann. Bitte nicht spoilern. Ich will ihn sehen. Bitte. Er wird mein Thumbnail. Rubinseilkäfer. Der ist neu. Der steigert hier, dass du den berittenen Rächerschaden höher hast, also dieser Ultra-Angriff. Ah. So, und das ist unser neuer Gegner, habe ich gehört. Der piekst. Magst du mal mitkommen? Danke. Danke, dass wir uns unterhalten konnten. Ich hab einen Fan! Dann lauf. Zügig. Mein Fan klebt an mir dran! Er will ein Autogramm von mir! Und eventuell noch ein anderes Stück. Was haben wir da oben? Ratian. Ein Brettein. Im Übrigen, das da in der Mitte mit dem Text, das kann ich nicht wegmachen. So, ich hab ein Spielzeug. Das sind diese Elementarkäfer an der Wand. Was für Käfer? Diese Sternexplosionskäfer, die Was? wir gestern in der Demo gesehen hatten. Wir hatten gestern übrigens einmal in die Demo reingeguckt und da den Itsushi normal verprügelt. Ah, okay. Komm, aus dir prügel ich in die Scheiße raus. Ein Senno-Scherbe. Hat ja einen Überstachel. So, was kann der denn? Der kann richtig gut Schaden austeilen. Also der macht richtig viele Treffer auf einmal. Ich finde den cool. Den Malzeno. Sag mal, kannst du treffen? Danke. Radian Cortex, Radian Scherbe, das sind Gerang-Materialien.
Es gibt jetzt den Meisterrang wieder, beziehungsweise den G-Rang. Das ist übrigens der berittene Rächer gerade. Ah, Marettein. Drachenatem. So, und es gibt jetzt auch hier neue Wechselkünste. Jetzt kann ich hier so einen komischen Sumo-Ring machen, der absolut nichts bringt. Mega-Notizen. Irgendeinen Grund wird das schon haben. Ja, das erfahren wir aber erst, wenn die Vollversion da ist. Heilendes McByron-Auge. Warte mal, kann ich euch damit healen? Was für ein Ding? Ach, ich wollte auch mal gucken, was er jetzt... Aua! Es heißt heilendes McWyvern-Auge. Ich dachte, ich kann das damit healen. Nee, so funktioniert das nicht. Wir haben übrigens nur 15 Minuten für die Quest, will ich nochmal erwähnen. Ja, später gucken. Wenn wir schlecht genug sind, können wir Kaya doch nochmal dazu holen, wenn er seinen Switch geladen hat. Ne. So, ich will jetzt sehen, was da kann ich für kämpfen. Danke, liebe Katze, dass du hier einen Seilkäfer hinstellst. Jo, jetzt gehe ich drauf, weil ich gepinnt bin. Ich habe übrigens neue Techniken gelernt. Ich lebe. Aua, was war das denn? Ach, Bumm. Das ist es ein macht Bumm! Es macht Bumm! Hilfe! Es mag mich nicht! Aua, es mag mich nicht! Warum hat er so eine immense Reichweite? Weil er Boss ist. Ah, das hat nicht wie mit der Explosionsmunition. Du kannst den Schuss übrigens aufladen. Hat er da mehr Damage? Ja, der macht deutlich mehr Damage. Ich bin tot. Gute Nacht. Irgendwer sagt mir hier gerade, Teile seines Körpers glühen rot. Warum ist genau der Teleportpunkt nicht da, wo ihr gerade seid? Jetzt muss ich den ganzen Weg rüberlatschen. Für die, die es nicht wissen, weil das Projekt ein bisschen länger her ist, ich spiele hauptsächlich Langschwert und die Bogengewehre. Shining ist zurück und rettet den Tag! Okay, der Statuseffekt, den er verursacht, der ist echt fies. Was für einen Statuseffekt macht er denn? Ich hab's doch noch gar nicht gesehen. Du hattest es drauf. Ich war tot! Es nennt sich Blutpest. Solange du den drauf hast, bekommst du verringerte Heilung, aber hilfst dich, wenn du angreifst. Du wirst quasi zum Vampir. Das ist ein toter Sunny! Was ist? Du heilst dich, wenn du angreifst, aber deine Heilung ist verringert. Oh. Es klingt witzig, es klingt so ein bisschen Gore-like. Also kann ein Vorteil sein, kann aber auch ein Nachteil sein. Die Wirkung von Heilobjekten ist verringert, aber du heilst, wenn du angreifst. Wie erhält ihr denn Leben? Je nachdem, wie viel Damage du machst, oder? Das weiß ich noch nicht. Ich hab's gerade drauf, aber ich krieg. Ich hab einen Schlag gelernt. Kriegt keinen Schaden auf ihn drauf, weil er. Was hat mir ihn überhaupt gerade kaputt gemacht? Hilfe, er mag uns nicht. Aua. Wenigstens haben wir es richtig fair gemacht und jeder ist einmal gestorben. Genau. Ich würde sagen, wir versuchen es nochmal. Okay, im Übrigen, falls ihr wissen wollt, was wir mit dem Waldtags gemacht haben, nachdem wir uns fertig gemacht haben, hier mal kurzer Clip. Warte, die Muni kannst, wenn eher du gebrauchen. Sag mal, lachst du mir doch auch Ration? Ich habe ein Ding genommen. Ich bekam auch nur eins. Ich habe auch. Hab ich zwei genommen? Ich weiß es nicht, kann sein. Hast du 6 Rationen? Muss ich gucken. Ja, ich habe 6. Dann warst du der Schweinehund. Ja, aber ob du jetzt zahlst oder ich zahlst, ist doch vollkommen wurscht. Sakura Hieb! Damit kriegt man so schön die Leiste hoch. Und dann wechsle ich immer die Kunst. Dann kann ich jetzt so machen. Oh, scheiße. Ich hatte das Schwert nicht draußen. Aua.
Ich finde das cool, dass man die Wechselkunst mit einem Kampf auch ändern kann. Ja, das ist ja der Sinn hinter der Wechselkunst. Hm. Dann kann ich diesen Sprunghieb einfach nebenbei machen. Aua. Ich glaube, diesen Schweif wollen wir abtrennen. Glaube ich auch. Kann man eigentlich Nullbeere gegen diese Pesten saufen? Ja, ja. Sonst würden keine in der Kiste liegen. Nee, ich habe eine genommen und es hat nichts gebracht. Hä? Nee, der steckt die dann einfach wieder weg. Okay, aber du kannst dreimal rollen und dann ist die Pest auch weg. Das ist wie das Feuer. Ist übrigens schön, dass wir einen neuen Erzfeind haben, der uns so verprügelt. Kriegen wir den noch down, Leute? Was meint ihr? Ich glaube, ich gehe auch in den Nahkampf. Ach so, er kommt gleich bei dir vorbei, Sunny. Der landet da gleich. Ich habe nicht mal die Fluganimation bisher gesehen. Danke. Der leuchtet so schön. Und wieder alleine tot. Der hat mich insta-killed. Nein. Der Move hat mich insta-killed. Kai ist der Einzige, der überlebt hat. Ich bin gestorben. Ich war full life. Nur fürs Protokoll. Der letzte Trailer. Ich zeige dir jetzt einfach, wie man den Fernkämpfer macht. Untergehende Sonne, beschütze mich. Nee, das ist dann einfach hier, dass es ihn runterhauen kann. Aua. Hat noch wer die Nummer von dem Laster, der mich überfahren hat? Ich hab's leider nicht gesehen. Diese scheiß Sonne, die ich machen kann, die hat nichts gebracht. Das ist genau wie der Zoom-Ring. Wofür ist der gut? Irgendeinen Grund wird das wahrscheinlich haben. Sie haben keinen gesehen. Das ist genau wie bei der Sonne. Einfach so, ist jetzt sein. Irgendwann wird er schon bringen. Tot. Und dann stellt sich bei mir im Kopf nur die Frage, wofür war das jetzt nützlich? Ich war full life. Ich war full life. Ich nicht. Ich war nicht mal Half-Life. Kräutermedizin. Oh, das nehme ich auch. Danke. Danke. Hilfe. Wieso kann er sich teleportieren? Weil der Boss ist. Das liegt jetzt. Achso, hat er mich gerade eben umgebracht. Ja. Jetzt verstehe ich, warum der auf einmal in mir war. Das Viech ist halt absolut hinter dir. Wieso kann er sich teleportieren? Okay, das war die Klaue. Aua. Das war mein Gesicht. Das ist nicht mein Problem. Tyrantula muss looten. Hoffentlich gibt es dann eine zweite Version von der Ragnar Kadaki, wenn es schon diese Lavantula gibt. Teleport. Ja, hab's gesehen. Beziehungsweise, ich hab's etwas später gesehen. Ja, da ist man leider meinem Elanschlag ausgewichen. Er ist am Boden. Ich komme. Ich komme so schnell wie ich kann. Also 3 Stundenkilometer. Was? Ich brauche blaue Schärfe, um durch den Schweif zu schneiden. Das ist ein Witz, oder? Nee, ich habe blaue Schärfe. Ich nicht mehr. Jetzt geh ab, du dummes Ding. Es ist ab. Ist es? Ist es? Da ist so ein da steckt so ein Dorn im Boden, also würde ich sagen, ja. Bringt ja gar nichts, den abzutrennen. Stecken hier ein Dorn im Boden? Ja, hier vorne. Da. Aua, Hilfe. Ich muss einfach fürs Feeling. Die Katze, die weiß, wie der Hase läuft. Sie geht auf die Barrikaden. Hallo, Katze? Willst du auch mal schießen? Oder muss ich nachhelfen? Nee, reinpieksen bringt nichts. Irgendwas hat die Katze vor, ich weiß nur nicht was. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Verdammt. Was macht denn eine Katze da, Zani? Aber keine Ahnung, frag mich nicht. Es ist deine Katze, du bist für sie verantwortlich. Das heißt aber nicht, dass ich immer weiß, was sie tut. Ernst im Mund! Ich werde schon rausfinden, was es bringt. Die machen einen kleinen Drachenspeer. Da brauchen wir halt aufladen und dann hauen die einen Drachenspeer raus. Okay, das ist cool. Wir machen übrigens außerdem und nur den mal sehen, oder? Will ich an dieser Stelle erwähnen.
Ja, auf die anderen Viecher könnt ihr euch dann in der Vollversion freuen. Zwei von den vier, die man bekämpfen kann, kennt ihr eh schon. Aus der Aus dem vorherigen. Demo. Ja. Kai, ich dachte, ich heile dich mal mit. Ja. Ich habe kein Lebenspulver mehr, will ich übrigens erwähnen. Ich will verhandeln! Ich sagte, ich will verhandeln! Wow, der Maxi-Trank füllt, solange man diese Blutpest hat, nur den roten Bereich auf. What? Das Vieh ist ja mega. Oh, Und Akaya dann. wollte mitmachen. Warte mal. Der kann bei dem nächsten ja einfach mitmachen, ne? Ja, das ist eh gleich vorbei in 2 Minuten. Den kriegst du ja, glaube ich, wirklich nur zu viert platt. Wir kriegen es ja nicht mal zu dritt hin. Wollen wir jetzt Akaya darüber aufklären, dass er sich teleportieren kann, oder wollen wir ihn Nein, den Schrecken nein, lassen? nein. Okay, einstimmig. Weg da, weg da, weg da. Oh, der kennt nicht immer Und den einer tot. Akaya. Einer kommt dazu, neuer tot. Ich habe schon entschieden, dass ich nach der ersten Runde eher Best-ofs mache. Ach schade, er hat die lustige Fähigkeit gerade nicht sehen Der können, weil er One-Shot tot ist halt ist. Gefühlt einfach alles Ja, direkt. nein, wirklich. Vor allem, wenn du die Pest drauf hast, bist du safe one-hit. Ja, weil du dich halt dann nicht mehr wirklich hochheilen kannst. Der blockiert die Heilung. Und auch dort. Und Nummer 2. Ihr schafft das, Leute, ich glaube an euch. Die vier Idioten schaffen das nicht. Der Dunni. Aber ich denke mal, wenn man den mit vernünftigen Sets spielen könnte, wäre der auch nicht allzu schwer. Ich glaube, dass wir trotzdem so Gerang-Zeug momentan schon haben. Ja, Leute, das war Runde 5. Wir sehen uns bei Runde 6. Guckt mal hier den Partnerlook von mir und dem Palamute an. Cool. Ach, du hast jetzt eine andere Waffe? Ja, ja, ich hab Morphax genommen. Guck mal, der Einzige, der heraussticht. Die Drillinge und ja. der Eiche. die Drillinge und der Grüne heißt es wohl. Und zwar der komplett Grüne. Wir sind jetzt bei Versuch Nummer 7, liebe Zuschauerschaft. Im Übrigen, bei diesem Part gibt es keinen Fotowettbewerb wie bei den anderen Parts. Das gibt's erst, wenn wir bei der Vollversion sind. Lass es! Aus! Böse! Ja, Sunny, hau mich mit deinem Horn. Oh ja, ihr bitte mich auch. Mal schauen, klingt es falsch. Brich meine Weifermoni! Warum kann ich hier nicht das verdammte Ninja-Schwert nutzen? Das hätte wenigstens 100% Affi. Gut, dass keiner gehört hat, was ich gesagt habe. Ja, wir sind gut. Teleport. Ich auch. Ich habe mir gar nichts gemacht. Oh, so 500 Schaden haben die gemacht mit Eisexplosion. Aber die können Bei uns sah es einfach nur aus, als ob die weggegangen sind. Wahrscheinlich kriegt er keinen Elementarpest durch die Explosion. Ich habe nicht mal eine Explosion gesehen, ist das Ding. Da hüpft einer nur noch rum. Na, du Hupfdohle. Ich spiel euch mal ein Ständchen, Jungs. Komm schon. Lass mich deinen Scheiß. Wie, Junge, dieses Kinsekt ist einfach so langsam wie keine Ahnung was. Da bin ich zu Fuß sogar schneller als dieses Kinsekt. Das Problem ist einfach, dass dieses Kinsekt 10 Jahre braucht, Hier, um zum Monster zu kommen und wieder zurück. Du bleibst in diesem Ring und gehst nirgendwo anders hin. Haben wir uns verstanden, du blödes Vieh? Wenn du diesen Ring verlässt, bist du tot. Autsch. Es hat mich verstanden. Und ich bin gerade dabei, drauf zu gehen, wenn es so weitergeht. Erle der Resonanz. 2 Tode in einer Quest wäre nicht so toll. Du versuchst einfach nur aufzuholen. Ist gut für unsere Quote. Ja. Das ist wirklich so. So, ich spiel euch wieder ein Ständchen, dass der Boost auch tief bleibt. Was ist diese komische Perle? Ein Cortex. Und ich kriege... Warte, kann ich hab den Blutstein! Kann es sein, dass ich so oder so hier Ohrstöpsel mit Insektenkleefer hab? Weil ich bin gerade nicht zurückgeschreckt.
Das ist ich hasse möglich, dich! Ja. Gib her! Ich nutze die Fähigkeit normalerweise! Warum bin ich alleine hier? Bin auf dem Weil Weg. Wir alle auf dem Weg sind. Warum? Die Kavallerie ist unterwegs! Warum bin ich alleine? Ja, Sunny und ich sind die Kavallerie, ihr seid die Infanterie. Aua! Jolla, Abfahrt! Jolla! Okay, jetzt habe ich die Bestätigung, ich habe doch keine Ohrstöpsel. Aua! Oh nein, ich bin gestunt, Hilfe! Du schaffst das, wir glauben an dich! Ich kann nichts machen, ich bin ziemlich langsam. Und wieder ein Punkt für die Liste! Ne Lebensmüller wäre eine Idee gewesen, hätte ich überlebt. Ich müsste dafür aber erstmal mein Großschwert wegstecken. Das ist richtig, da brauchst du lange für ohne schnell wegstecken. Warum sollten wir nicht hochheilen? Wir wollen unsere Liste tiefer halten als deine. Ich will nicht auf letzten Schnauze. Sein. Schnauze! Ich will auch einfach nur die Liste bei mir geringer halten. Akai ist halt auch schon gut am Aufholen. Na, ein Tod pro Runde kann man sich theoretisch noch gerade so erlauben, um nicht Erster auf der Liste zu werden. Sofern der Erster ist, nicht permanent nicht stirbt. Ich glaube, ich spiele gleich einfach Poke-Poke. Poke-Poke? Lanze. Oh, ich steche ihn einfach. Poke-Poke. Ich bin eine Biene. Sorry über dich. Oh, schön. Ich bin auf dem Weg. Lass doch gleich einfach mal als Joke alle Lanze spielen. Nee, ich spiel keine Lanze, ich mach's schlimmer, ich spiel Bogen. Ich kann leider nicht schneller. Aber ich bring ein Spielzeug mit. Und ich weiß okay, dieser Angriff ist also ein Konter mit Großschwert, wie es scheint. Ah, die Puppenspinne, die funktioniert anders als die Marionettenspinne. Ich erkläre mal kurz, was die Puppenspinne hier macht. Die macht nicht, dass sie hier so wie die Marionettenspinne so eine Kugel schießt. Mit der machst du ein Stolperdraht. Ah. Die Spinne selbst. Du willst ihn also sich aufs Maul legen lassen. Ja, das hat bei der Rettung gerade super funktioniert. Und damit hast du wohl keine mehr. Nee, weil die andere funktionierte, als ich dachte. Und da ist Sunny das zweite Mal. Yay, Sunny wird Erster. Nö. Ich komme und rette den Tag. Ich habe halt echt insane starken Block. Ich kann seine normalen Angriffe einfach blocken ohne Schaden. Ich werde gegessen. Ja, stirb. Oh, das macht ja kaum Schaden. Ja, Sunny ist stattdessen gestorben. Ich glaube, Sunny ist total Platz 1. Ich dachte gerade, er wäre in dich reingeschrennt. Deswegen hab ich nicht eingesehen, warum soll ich jetzt ausweichen. Fuck. Kampf Nummer 12 sind wir, glaube ich, mittlerweile, liebe Zuschauer. Well. Sunny ist, glaube ich, mittlerweile in der Liste ganz oben. Er versucht halt, dass wir anderen nicht oben sein müssen. Er opfert sich extra für uns. Ja. Das ist sehr nett von ihm. Das ist heldenhaft von dir, Sunny. Selbstaufopferung, das, was wir alle anderen nicht haben. Ich meine das übrigens nicht als Mobbing, aber dass hier irgendwer so jetzt missverstehen will. Wir meinen das als Spaß, Leute. Geh weg mit dieser Scheißkugel! Warum kann ich meinen Hammer nicht mehr auf die letzte Stufe aufladen? Sag mal, ihr könnt nicht auch irgendwie so eine Fähigkeit haben, Munition automatisch auffüllen, das würde mir den Tag retten. Einmal Wechselkontrolle. Auch. Zwillingsranke? Aber ich habe das Gefühl, dass ich mit... Oh, guck mal, ich habe ein Haustier! Guck mal, das gehört mir! Den willst du, glaube ich, nicht. Das war jetzt aber mein Haustier. Du kannst dich halt da hinziehen, wo du das gemacht hast. Das ist eine Fähigkeit der Lanze. Du kannst dich denn da gegenziehen. Und wie? Weiß ich nicht. Himmelstoß! Bam! Werd mein Haustier! Werde mein Haustier! So, und wie mache ich jetzt was? Hilfe! Wie mache ich jetzt Dinge? Wie mache ich Dinge?
Ich hab keine Ahnung, ich spiel keine der Lanzen. Weder die, weder Gunlance noch. Die Gunlance, Gewehrlanze kann ich. Normale Lanze keinen blassen Dunst, wie die funktioniert. Da weiß ich genauso viel wie alle hier. Vor allem scheint er nicht mal Wechselfähigkeiten zu haben, außer der A-Attacke. Da kann ich irgendwie mich in den Boden reinsetzen. Naja, das ist halt ein stärkerer Block und das andere zieht dich an den Gegner ran. Das macht fast 300 Damage, der Erdrüttler. Yo! What? Ich weiß jetzt, wie ich mich ranziehe. Was glaube ich hier ganz cool wäre, wäre ein Verteidigungsboost. Den gibt es aber leider auf dem Jagdhorn nicht. Zumindest auf dem nicht. Also ich kann mich egal wo hinstellen, ich weiß nicht, wie ich zu ihm hinziehe. Ich muss nur aufpassen, dass die Linie nicht rot wird. Wäre ganz geil. Heal wäre ganz cool. Das aber ja, aber ein Verteidigungsboost würde auch nicht viel bringen, weil wir eh keine Verteidigung haben. Hui! Da können wir können fast genauso gut auf ohne Rüstung gegen den spielen. Ja. Ah, das ist wahrscheinlich nicht. Den Himmelstumpf. Oh, ich ja, darf reiten. Ja auch mal. Wie reitet man nochmal? Fühle ich. Ich so. Mal auch. So ging das. Wie ging das nochmal? Rein mit dir. Ich sagte du und Haustier und fertig. Werde mein Haustier. Ich hab mich an den Flügel geheftet. Guck mal, jetzt bin ich der Hüpften in die Hupfdohle. Hui. Pass auf, nicht, dass ich es wieder werde. Oh ja, jetzt kann ich das hoffentlich aus. Oh ja, ausrüsten. Hebelstoß in die Flügel rein. Und weil der Schwanz gebrochen wurde, war es leider nicht mehr nötig. Ich vergesse die ganze Zeit, ich kann blocken. Okay. Ach, ich hatte dich nicht komplett verstanden. Wieso ist Sunny tot? Ich habe keine Ahnung. Er versucht seinen Platz zu verteidigen. Der will den ersten Platz der Tode haben. Nein. Man muss das ja auch ein bisschen mit Fun sehen. Und tschüss, Akaya. Aber Akaya will auch diesen Akaya Platz haben. Da. Ich muss halt erstmal mit der Waffe klarkommen, ich habe eine Ausrede. Sunny hat die schon öfter gespielt, er hat keine Ausrede mehr. Was heißt hier öfter? Ich spiele die nur in dieser Demo bisher. Ja, aber du hast sie hier jetzt schon öfter gespielt, ich nicht. Ich habe auch noch nie zuvor die Waffe gespielt. Ich habe immer noch keine Ahnung, was Perle der Resonanz macht. Ist Perle der Resonanz eigentlich die neue oder gab es die schon? Keine Ahnung, ich glaube, die ist neu. Ich habe keine Ahnung. Aber die Rüstung, die der trägt, die kommt mir bekannt vor. Die Gewehrlanze. Ja. Ach, wie hieß dieses eine Ultrafieber 2 Ultimate? Bei dem dritten. Kein Plan. Keine Ahnung. Ich hab schon überlebende Vulkan gespielt. Richtig. Ich musste halt nur komplett. Das war der Schreckensmirales, den ich gerade meine. Ah. Der war richtig geil. Ich musste auf Gen Junior komplett neu anfangen, weil sie mir meinen 3DS. Ich glaube, ich trage die Schreckensmirales Rüstung. Das heißt, wenn der zurückkommt, dann haben wir richtig Fun. Oh Gott. Der war ein lebender Vulkan, der lässt es durchgehen, Magnemakuren regnen. Das ist ultra lustig. Oh, ich hab grad einen richtig perfekten Scheiße-Block bei ihm rausgehauen. Ich hab halt gar keinen Plan, wie nochmal die Lanze funktioniert hat. Ich kann mich gerade nicht um euch kümmern. Versuch Nummer 17 sind wir, glaube ich. Nee, 16. Ich will den Heal auf mein. Also, wenn ich mir den Jagdhorn bastel, will ich darauf einen Heal haben. Wieso kannst du den zweimal nutzen? Ich konnte ihn nur einmal nutzen. Bei mir war der Balken nicht ganz voll oder ganz leer. Deswegen dachte ich das. Ich komme hinterher. Da oben was im Baum? Eine Puppenspinne. Mach das Shining so eine ewige Weltreise, dann sitzt die Kackspinne hier im Baum. Die Puppenspielerspinne oder wie? Hm? Nein, lass mich los! Lass mich los! Die Puppenspielerspinne sitzt auch hier. Ja, die sitzt oben im Baum. Ich sehe sie da nicht. Weil ich sie eben eingesammelt hatte. Super, die Spinne ist angebracht. Jetzt zieh einfach am Faden und schon liegt das Monster.
Das hat nicht viel genutzt. Das funktioniert bei dem anscheinend nicht. Hast du denn auch wirklich gesagt, genau getroffen? Beim Drachenältesten wahrscheinlich nicht. Aua, ja. Ich bin trotzdem geflogen, obwohl ich geblockt habe. 10 Minuten noch, Leute. Wir schaffen das. Aua. Ja, wir schaffen das auf alle Fälle. Ich bin tot. Doch nicht. Leon hat mich gerettet, mein Hund. Ich will auf die andere Seite. Und in den Kopf rein. Aua, du hast mich gesprengt. Bitte. Egal, du kannst nochmal sprengen. Komm, stell dich vor mich. Nein, kann ich nicht, weil du meinen Schuss rausgeschossen hast. Wer zur Hölle hat mir nur 5 von den Erste-Hilfe dagelassen? Irgendwer hat meine Erste-Hilfe gefressen. Das ist ja deine Erste-Hilfe. Warum hast du das nicht mitgenommen? Weil ich es am Anfang vergessen habe. Und jetzt hat jemand sich einfach 5 von meinen gefressen. Ich habe 8 Stück übrig. Ich habe nur 2 gebraucht bisher. Sicher, dass du nicht einfach nochmal welche von mir gefressen hast? Ja, ziemlich. Ich war nie wieder zurück im Lager, nachdem ich da raus bin. Ich habe 10. Was willst du eigentlich? Da haben wir den Täter gefunden. Was? Es war Sunny. Lügenpresse! Du hast noch voll und das kann nicht sein. Klar kann das sein, ich will die lustigste Tränke und mehr Tränke. Die müssten bei dir aber auch schon lange leer sein. Nee. Genau, Sunny war's. Ich hab noch 8 Megatränke und 8 Tränke. Aua, dafür werde ich abgepiekst, dass ich das sage. Mit Recht. Warum? Ich hab doch gar nichts Unrechtes getan. Doch, tust du immer. Yo, was war die? Die Katze. Ja, die Katzen, die können einen die können Drachenspeer. Wie das meine Katze das auch kann. Komisch, dass dich das mehr überrascht, dass das Fiete sich teleportieren kann. Teleport ist halt nicht unbedingt so eine seltene Fähigkeit. Doch, eigentlich schon bei Monster Hunter. Ich habe schon oft genug gegen Gegner mit Teleportation gekämpft, vielleicht beeindruckt es mich deswegen nicht mehr. Training! Ja, ich muss auch aufholen. Diesmal nehme ich meine Tränke direkt mit, nicht dass sich jemand 5 meiner Tränke wieder snackt. Den tief, den werde ich noch herausfinden. Versuch nochmal 18. Ich werde den Dieb noch herausfinden. Wartet ab. Bei 20 geben wir auf. Dann hat der Malzeno gewonnen. Tot! Anscheinend ist tot. Kann der mal schlafen? Der hat fast 16 Mal Beschichtung schon gefressen und schläft noch nicht. Beschichtung dauert das länger als bei der. Hallo, Leon. Oh, guck mal, wer da vor mir auf den Boden geworfen wird. Ich bin hier die Kavallerie. Wieso ist Sunny teilweise schneller im Rennen als ich? Er hat die viel fette Rüstung und Waffe auf dem Rücken. Wieso kann er schneller rennen? Weil er auf den Doggo reitet? Nein, der rennt wie ich ganz normal. Der kann schneller rennen als ich. Dann hast du ein paar kleine Legs. So, liebe Zuschauer, wir sind bei Versuch Nummer 20 angelangt. Das ist jetzt der letzte Versuch. Wenn wir jetzt sterben, dann hat das Vieh schlicht und ergreifend einfach gewonnen. Nein! Ich habe minimal zu lange gebraucht, um es wegzustecken. Ich habe ehrlich gesagt noch mit einer viel kürzeren Aufnahmesession gerechnet, bin ich ganz ehrlich. So, in die Wand mit dir. Siehst du? Doch einen Schatz. Du musst ihn einfach nur in die Wand donnern. Dann ist all deine Probleme gelöst. So, und ich spreng jetzt Akaya weg. Nein. Doch, das ist die Rache für wohin. Den Ersatz will ich noch haben. Autsch, Seilkäfer gewastet, yay. So mag man es. Junge, der will mich. Ich hab dich immer gehielt, ne? Der will mich immer noch. Warum nutzen wir die Lockkröte nicht? Fragezeichen. Keine Ahnung, weil er mich will. Noch ein Cortex, yay. Ihr wollt, dass er mich holt. Fanny will einfach noch nicht letzter sein. Aber das ist er doch schon. Also ich und Kai sind safe nicht mehr auf der Liste. Vorne. Aber ihr beide, ihr habt ja noch ein Battle.
Nee, ich nicht. Ja, klar. Du bist ungefähr genauso oft gestorben wie Sunny. Und das mit weniger. Ich frage mich auch, von wem die Rüstung als Waffe ist beim Langschwert. Boah, was ist das? Ja. Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Also, könnte sein, dass ich. Ich hab's noch nicht bisher gesehen. Also kann es wahrscheinlich eher nur aus Generations Ultimate oder so sein, vielleicht. Da sind die meisten Monster, die ich nicht kenne. Ah, ich hab's geblockt. Bei Ultimate. Das Schwert. Es frisst mich. Ich will mir meinen Kopf verbeißen. Du schmeckst halt lecker. Fühl dich geehrt, Kai. Okay, das Festhalten macht keinen Schaden. Das, was danach kommt, soll den Schaden machen. Der versucht, den Boden unter dir wegzubringen. Er hat sich teleportiert! Fuck! Er macht ja auch eh die ganze Zeit. Er kommt zeitgleich hier an. Oh, du auch? Ja. Tod ist Kai und Tod ist Sunny. Well. Der hat uns gleichzeitig umgeschaut. Ich würde mal sagen, den Kampf gewinnt schlicht und ergreifend der Malzenu. Außer wir machen es jetzt. Wir müssen zwei Tode ausgleichen. Egal, das kriegen wir hin. Unsere besten zwei hatten wir hingekriegt, da waren wir da unten noch und hatten noch ein Leben übrig. Wir auch immer, wie das geschafft hat. Wir rocken das. Ich erwarte jetzt, dass einer von uns beiden stirbt, nach dem Satz. Ja, ich auch. Erstmal wird Sunny durch die Gegend geschubst. Ja, er versucht mich wieder zu killen. Nicht mit mir, mein Freund. Ich habe irgendeine Kombi hingekriegt. Was macht dieses eigentlich? Ich habe keinen blassen Dunst. Das ist auf jeden Fall der neue Skill. Ich habe keine Ahnung, was der Erntemond macht. Ich hab's noch nicht rausgekriegt. Wer macht, dass ich nicht raus kann? Ich kann da nicht raus. Der sperrt mich ein. Gern geschehen. Ich glaube, das ist eher dafür da, dass man nicht zurückgeworfen wird. Ich glaube mittlerweile einmal, die haben das alles in Munition rausballern. Nee, man kann noch alle rausballern. Du musst erst mit dem Angriff so nach vorne, dann A und X und dann A. Dann ballert er alles gleichzeitig raus. Ich hab's endlich rausgefunden. Au. Pam! Maxi-Trank. Und tschüss, Shining. Ich hab's geschafft, wieder nicht drauf zu gehen. Okay, Leute, der Malzenu hat gewonnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann dürfen wir unseren Frust jetzt nochmal ein abbauen. Lasst ein Abo und ein Like da und wir sind jetzt... Aus, ich hab keinen Bock mehr auf das blöde Vieh.